Peace. Schön, dass du da bist. Mirika Wandens hier. Und heute werde ich dich ein bisschen heiß machen für ein Experiment, das ich in den nächsten Tagen und Wochen mit dir teilen werde, mit euch teilen werde, weil ich denke, dass es euch, es kann eigentlich nur von Nutzen und von Segen sein. Denn ich habe ein Experiment gemacht, in dem ich von 80-10-10, also dem Makronährstoffverhältnis 80-10-10, zu 60-20-20 gegangen bin. 60-20-20. Wobei ich direkt sagen muss, keine Sorge, ich habe das nicht getrackt. Ich habe das nicht, es hat nichts mit irgendwie obsessiven Tracking oder Zählen oder sonst was zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass ich einfach, das ist Kabel im Hintergrund, ich habe einfach absichtlich, also ja, also ich habe einfach bewusst meine Fette und die Aufnahme von Nahrungsfetten, Proteinen und verarbeiteten Essen erhöht. Und warum? Also, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass man nicht nachlässig wird und dass man, selbst wenn man wie ich schon länger in Full Recovery war, also in der Genesung von solchen restriktiven Sachen, und ich da auch schon lange das ja auch schon gemacht habe, trotzdem gibt es manchmal so Phasen, und das ist auch ganz normal für Menschen, wir sind Kreaturen der Gewohnheit, ja, also wenn wir etwas gewohnt sind, auch einfach der Einfachheit halber, dann gewöhnen wir uns einfach an Dinge, die wir täglich machen. Und dazu gehört auch die Art, wie wir essen, was wir essen. Das sind ja oft unterbewusste Entscheidungen. Selbst, also das macht auch jeder, das ist bei jedem der Fall, egal ob man jetzt restriktive Vergangenheit hatte oder nicht. Und da ist auch an sich nichts dran, aber jemand, der mit Restriktionen der Vergangenheit zu kämpfen hatte, ja, da ist es deine Verantwortung und meine Verantwortung, dass wir diese Gewohnheiten auch brechen können. Wir wollen flexibel werden, mental und körperlich. Und wir wollen keine Glaubenssätze haben, die uns da irgendwie weiterhin irgendwo gefangen halten. Und ich werde dir auch ganz genau erklären, warum das nicht nur mental und sozial für dein Leben wichtig ist und gesund ist, sondern unerlässlich ist eigentlich, sondern auch tatsächlich körperlich. Viele denken ja so, ja, okay, ich verstehe das schon, mental ist das wichtig, aber körperlich heißt es dann, dass es ungesünder ist für mich. Und dem ist nicht so. Und wir werden da noch genauer drauf eingehen in den kommenden Videos. Also dafür auf jeden Fall abonnieren und die Glocke nicht vergessen und ein Like da lassen, damit du auch diese Videos angezeigt bekommen wirst auf deiner Homepage, auf deiner Startseite. Also körperlich ist es tatsächlich so, dass wir ja sehr oft auch, also was wir essen, was wir heute essen, bestimmt, was wir morgen craven. Also unser Körper gewöhnt sich auch an Dinge, die er bekommt. So kommt es zum Beispiel, dass man schnell der Meinung ist, was zum Beispiel viel in der Community der Fall ist, ja, sobald ich irgendwie extra Fette esse, ist meine Verdauung nicht mehr so gut. Und ich selber hatte den Eindruck auch. Und deswegen habe ich auch einfach eine Phase lang, also es hat überhaupt gar nichts mit Restriktionen zu tun, sondern ich habe eine Phase lang, auch nach meiner ganzen Recovery, nach meinem ganzen Weg in der Recovery, auch einfach nicht wirklich extra Fette gegessen. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, und es war einfach, ich habe es einfach so gemacht, weil ich die Sachen, die ich gegessen habe, super, super lecker fand. Mir hat es an nichts gefehlt, geschmacksmäßig. Und ich habe einfach, das war einfach so das, wie ich es gemacht habe. Und auch die Verdauung war gut. Und ich habe halt so gedacht, ja, das funktioniert halt für mich. Und solange es halt mental mich nicht zurückhält, ist alles super. Aber es ist halt wichtig, dass jemand wie ich für alles flexibel bleibt.
Und dass halt innerhalb der veganen Ernährung wirklich sich keinerlei Gedanken einnisten können oder keinerlei Restriktionen einnisten können, die irgendwie mental dazu führen, dass man, solange es wie, also dass man bei irgendwelchen Sachen dann irgendwie ängstlich wird und irgendwie so, ja, denkt, man muss sich da einschränken, weil das nicht so ideal für einen ist. Und das darf nicht sein, denn was du 90% deiner, also was du insgesamt am meisten machst, das ist entscheidend. Es geht nicht darum, es ist überhaupt nicht nötig körperlich, dass wir perfekt essen, naturbelassen essen wie Mowgli und Neandertaler im Dschungel, auch wenn Neandertaler nie im Dschungel gelebt hat. Und das ist doch irgendwie doof hier. Und das Ding ist, dass viele das halt eben denken, denn in der veganen Community ist es halt, wird es wirklich so kommuniziert, also sehr radikal, ja, das Fett, das du isst, ist das Fett, das du trägst und speicherst. Protein, ein zu viel. Also es ist giftig, es ist eigentlich Gift, ja. Du brauchst auch null Protein und es wird einfach teilweise sehr, sorry, es wird teilweise sehr, sehr extrem gelebt und es mag für manche Leute funktionieren, aber das ist auch leider gleichzeitig der Grund, warum viele einen falschen Weg gehen und das ist bei vielen Leuten, die eine Essstörung hervorruft oder verstärkt oder einfach wieder füttert, wenn man halt von so einem Hintergrund kommt. Und so war das zum Beispiel auch bei mir der Fall. Und ich bin heute der Meinung, dass solange es vegan ist, sollte jeder Veganer kein Problem damit haben, das auch einfach zu essen. Es geht nicht darum, dass du das die ganze Zeit isst. Aber es geht darum, dass du es essen kannst. Und es geht aber auch darum, dass du es nicht nur dann, wie ich es am Anfang meiner Recovery gemacht habe, weil ich mich noch nicht mehr getraut habe, dass du es nicht nur dann essen kannst, wenn du mit Freunden unterwegs bist. Nicht nur dann in Gegenwart von anderen Menschen, sondern für dich selber. Und dafür ist es wichtig und unerlässlich, dass man das täglich einbaut, dass du wirklich an diesen Punkt kommst. Ich habe keine Angst mehr vor Schokolade. Ich habe keine Angst mehr vor irgendwelchen verarbeiteten Lebensmitteln. Keine Angst vor einem Teelöffel Öl in dem Essen, das mein Mann gemacht hat oder meine Mama, ja. Ich habe keine Angst davor, eine fettreichere Mahlzeit zu essen. Oder eine Proteinreihe. Also egal was, wovor deine ED-Voice, die Essstörungsstimme, Angst hat und wo du irgendwie merkst, oh, da denke ich irgendwie, da muss ich mich zurückhalten, egal was, du wirst an den Punkt kommen, wo das alles kein Problem mehr ist. Und das schaffst du nicht, indem du sagst, ja, okay, in sozialen Situationen, mit Freunden zusammen, dann werde ich mir das erlauben. Aber wenn ich zu Hause bin, dann sticke ich zu genau dem, was ich jetzt hier mache und mache mir Whole Foods only. Keine Overt Fats, also extra Fette und dann wirst du da nicht rauskommen, denn das, was du auf täglicher Basis machst, wird deinem Gehirn das beibringen, was es glaubt. Es wird dann davon überzeugt sein, dass das wichtig ist. Und auch körperlich ist es wirklich nicht das, was. Also ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass es nicht körperlich das ist, was dich am besten fühlen lässt. Denn es ist auch so, das, was wir halt machen, da habe ich ja schon drüber jetzt geredet, ist eben das, was wir kennen. Wir haben keinen Vergleich. Oder ich glaube, ich habe nur im englischen Video drüber geredet. Das, was du auf täglicher Basis machst, ist das, was du kennst. Ja, und du hast keinen Vergleich. Ja, es mag sein, dass das das Beste ist für dich, ja, dass it works for you, aber es kann genauso gut sein, dass du dich noch viel besser fühlen würdest, wenn du irgendwas verändern würdest. Und genau das wollte ich auch challengen. Ich wollte einfach nur, einfach weil ich es kann, einfach was verändern und einfach machen, ja, und einfach mal gucken, ja, ich kann ja nichts verlieren. Das hat ehrlich gesagt so krass was für mich verändert, dass ich jetzt eigentlich das Experiment gar nicht aufhöre.
Ich hätte das nicht gedacht. Ich werde darauf eingehen, was es mit. Ich werde auf Verdauung eingehen, was mit meinen Hormonen gemacht hat, Haut, Sättigungsgefühl, auch Befriedigung beim Essen, ja, auch geschmacksmäßig. Denn natürlich gewöhnt sich der Geschmackssinn daran, wenn es nicht fetthaltig ist. Ja, natürlich das, was ich vorher gegessen habe, für eine Zeit lang. Auch wenn es überhaupt nicht mit Einschränkungsgedanken war, da habe ich mich halt dran gewöhnt. Und ich liebe auch diese Einfachheit, diese Simplicity, ja, diese einfachen Geschmäcker. Ich brauche nicht viel, also einfach unkompliziert, völlig simpel. Und ja, ich bin da absoluter Fan von. Übrigens heißt das nicht, dass es jetzt komplizierter wurde, die Zubereitung. Aber andere Geschmäcker einfach, ja, und unsere Geschmacksnerven, die gewöhnen sich ja auch daran, was wir machen. Und deswegen ist es einfach wichtig, sich mal aus dem Fenster zu lehnen, über den Tellerrand im wahrsten Sinne zu schauen und rauszufinden, sind meine Glaubenssätze überhaupt wahr? Stimmt das überhaupt, was mein Gehirn denkt? Besonders mit einer restriktiven Vorgeschichte. Oder kann es vielleicht sogar sein, dass ich mich am Ende des Monats viel besser fühle? Und ich möchte dich herausfordern, dass du das einfach mal mit mir machst. Ich habe den Monat ja schon gemacht, aber ich werde dich da mit reinnehmen. Und du kannst auch mit mir interagieren und Fragen dazu stellen und so. Und dass du das einfach mal mit mir parallel dazu machst und täglich einschaltest. Und dann für dich rausfindest, was das mit dir macht. Ich kann dir nur Mut machen, denn mit mir hat es... Also ich hatte jetzt keine Angst davor, ich habe es halt gemacht, aber es hat mich trotzdem krass herausgefordert und ich habe gemerkt, dass es viel krassere Vorteile für mich hatte, als ich irgendwie gedacht hätte. Also what you eat today, you will crave tomorrow. Und es ist, ja, lass dich einfach mal drauf ein. Ich werde dann auch darauf eingehen, was es mit Meal Frequency gemacht hat bei mir, mit Blutzucker. Und ja, eigentlich einfach alles. Einfach mit euch teilen, wenn es einem von euch hilft, dann bin ich happy. Und ja, schaltet einfach beim nächsten Video wieder ein, gebt ihm einen Daumen hoch, abonniert und vergesst wirklich die Glocke nicht, denn die ist dafür entscheidend, ob ihr diese Videos auch angezeigt bekommt. Und bitte, bitte teile das einfach mit einer Freundin oder mit einem Freund, von der du weißt, ach komm, wir brauchen nochmal so einen Durchbruch in unserer Recovery. Wenn ich euch dazu motivieren kann, dann bin ich echt happy. Ich kann euch nur so viel sagen, ihr werdet es nicht bereuen. Und bis zum nächsten Video. Ciao.